Jetzt bei den Drehorgeln fällt mir wieder ein, Sie wollten ja singen für mich, ne? Das haben Sie schon überlegt, was? Ich kann mich ja nirgendwo hier warm singen, weil wenn, dann möchte ich was Klassisches singen, damit die Leute auch hören, ich habe mal irgendwann eine Ausbildung gehabt. Die haben war, die richtig eine Gesangsausbildung? Meine Schwester war doch Lieschen Müller mit Walter Platzeuker, die haben doch in der Schweiz Oper gesungen und wie die ganz jung war und ich noch kleiner, ich war 3, 4 Jahre alt, bin ich mit dem Fahrrad, mit meinem Dreirad singend, also ich habe eigentlich das nur gemacht, was sie als Gesangsübung gemacht hat, habe ich dann auf meinem Dreirad gemacht. Und die Leute haben gesagt, guck mal, was ist das denn für einer, der singt da auf seinem Dreirad und so. Das habe ich einfach immer weiter gemacht und ich kann das bloß, naja, wie das so ist. Ne? Also können Sie sich ja mal überlegen, so ein bisschen warm sein. Wir müssen jetzt mal warm sein, ja, bitte. Wir kommen jetzt erstmal wieder natürlich zum Motorradfahren. Wir müssen ja mal endlich jetzt die legendären Bilder sehen von 1983, als Egon Müller Speedway-Weltmeister wurde. Hier sind sie. Und Sie sollten das ruhig kommentieren. Das war was da total vergeigt den Start. Nervosität. Jetzt wusste ich, kann Weltmeister werden. Ich muss bloß den Start gehen. Und da fahre ich mit dem Vorderrad über die weiße Linie. Wenn das Hinterrad drüber gegangen wäre, wäre ich disqualifiziert. Um 2 Zentimeter habe ich den Weltmeistertitel fast verhauen. Und der Hans Nielsen vorne jetzt, der kann fahren. Ich habe nichts mehr damit zu tun. Da werden Sie gefeiert. Und da bin ich Weltmeister. Da werden Sie hochgebrochen. Mit Maximalpunktzahl. Das war natürlich ein toller Tag, unvergleichlich. Es gab nur einen Tag, der schöner war, wie mein Sohn geboren wurde. Und ich vor Aufregung auf der Kreuzung an meinem Auto, das selbstgebaute Getriebe, den Schalthebel abgerissen habe. Und ich kam nicht zu spät, meinen Sohn zu sehen. Der war so süß damals. Wie hat denn da dieser Weltmeistertitel eigentlich Ihr Leben dann nochmal verändert? Was hat das bedeutet? Ja, einige Sachen wurden mir bewusst, wie es eigentlich steht um den Sport. Immer wenn ich nach England kam, Polen, Russland oder so.